Close. Yeah. Can I ask you to not have your shirt on while I do your hair, yeah, just in course. Case it drips on? And it's just because they have a little film here. Oh, you know. Okay. Well, then we'll put a towel over there. Yeah. But we don't want to ruin your shirt. You, I'm not in the beauty championship. Yes, you are. Sorry. Yeah. In case you didn't notice, you are. Now I'm going to redress myself here because Martin wants to see anything details. So do I. Oh, yes. So I had so many offers in the last years to come here and to do something in English. And I had all the time the feeling I shouldn't do that, but now we are here. I like the play, and I think that the theater is terrific. The place in the Almeida is a wonderful possibility. The roundhouse of this theater gives me the impression we are a little bit in a prison, and that's fine. Two German men in a kind of prison. For Sven, it's the first time that he's together with us. We met each other in autumn, and then I had the feeling he could do the part of Bauer. Are you scared of playing? Coming to London, your debut? English. I'm scared debut. About that, yeah, definitely. We prolong our fear. No. And then now we have to avoid it. We have to forget it. So Shakespeare next. We start now. Hopefully we will start. Yes, I know. No, that's not one button, is it? No, sure. Okay, is this how you want to wear it? Sorry, we finish then. Because how late is it in our piece? Now? 10 or something? No. It's 9 o'clock in the evening? No, we had first the speech and then we had a little reception. Yeah, so it's 11 probably. Yeah. Yeah. 10:30. Mm-hmm. It's 11. Nachdem du gesagt hast, da war das Doppelte. Das war so die Veranstaltung. Das war das Ding, gell? Das war besser, gell? Wir machen das im Licht aus, gell? Die Stimme, die wir lieben. Überhaupt nicht. Da war es auch noch alles in Ordnung. Ich mache ganz schnell die Stelle, wo der Film läuft. Vielleicht ist das ganz gut. Machen wir das Licht aus. Do you remember? Remember? I saw this film dozens of times. There wasn't a single guest he didn't want to make happy with this. Poor Duce had to let it go over himself twice. Hitler demanded that you were present every time? I was his toy maker. If the Great Hall is here, yeah. And the Great Square in front of it are the Filterplatz, the accommodation for 1 million, pass me some of those plans, would you? Then the Führer's new palace, the white ones, would have been from here. The boulevard would have started here. It would have been as wide as the Champs-Élysées and the Kurfürstendamm put together, approximately 120 meters, 6 kilometers in length. Here the boulevard would have ended. Of course, that is not precisely the scale. The blanks would have to continue quite a bit further. Give me one sec here, please. Oh, well. And another one. Yep. So, here the visitors would arrive, step out into the open, and be amazed. And did he ever have any doubts, considering all this extravagance? Goebbels did his best to sell him as a simple man. Was precisely it. Splendid. It has to appear splendid. The more splendid my surroundings, the more apparent my unpretentiousness.
He actually said that. Word for word. Deadly serious. He didn't have the slightest sense of humor. Das war vorher auch schon gut. I agree. My hairdresser was a fantastic guy. Mine too. Yeah, really. We were laughing. Had a very so long much conversation with him. Yeah, I heard you laughing. I was just saying nothing. Ich habe ihn nur angeguckt mit ganz bitterbösen Äuglein. Konstantin. He was my dialogue coach in Russia House. Konstantin. British from London. Konstantin. We had a lot of fun. 89. You know what I would need? Mm-hmm. Some laces. Laces. Yeah, you told me yesterday. Sorry, I forgot. Okay. I know that Klaus had them, huh? Klaus got them, but you. If you have been playing, say, James Bond, rather than that. Wonderful. Oh, it's that. That's a paradise. Because you know the subject is just to entertain the people you want to entertain. The people, they are working 8 hours, 10 hours, and for 2 hours you make them a very happy, nice 2 hours. You know, there's no responsibility whatsoever. The lines are not from Shakespeare, not from Molière, not from Goethe, and you know, it's an easygoing thing, and it's very unjust that you have a much better life if you do films like that. Then you make Johannessen and you orchestrate. But I was very grateful, of course, to make such films, because that means in the shadow of Connery and so, I got a little attention, and so maybe some people of this 500 million or so, they saw the film, and go then to our films, which we want to present. To tell stories, to hear stories, to speak, to talk, to sit together, to learn something. And so step by step, it came out that I want to do this, to deal with literature, with books, to bring them alive, to speak, to fake, to find out the truth, even the whole thing is a fiction. If a student says, I want to act like you, like Brenda, what do you say? For a moment I'm a little happy, and or pleased or so, and then I will make him clear that is impossible, but he can watch me and take that as an example, only as an example. And then he has to find out his own way. There are so many techniques described from Stanislavski to George Estrela and the actor studios and so forth. You know, a thousand and thousand possibilities you have. And the most important thing, in my opinion, we should know about all these acting styles, about the techniques and so, but you have to convince everybody individually that there is just one way for you, for him, for her. Artists, I like to speak about artists, you know? I mean, because an actor, especially in our days, everybody can more or less be an actor. I mean, you know, you can learn it, you can practice your language and to be clear and to be loud and lower and so. But there's something which is really a secret. Sometimes he cannot express it in other terms as to show it. And this is a secret you cannot really sneak into. It's not necessary what many film people are doing, especially in Europe. They say, oh, we need a film förderung and we want to have this money. And they're all the time complaining. If you want to realize a dream, then you must be the producer and the director and you want them to make this film. You can make a film about Altar Sea, about a little farmer, a beautiful love story. And even if it's a story from Middle Europe, if it's terrific, if it's credible, if they like, they hate each other, they beat each other, they kiss each other, they are tricky to each other, then there will be an audience. Everybody tries then to make in Europe American films.
But the opposite should be. I mean, we have to stick to, or not to stick to, yeah, not to stick, but you have to deal with our possibilities. Of course, I understand that many people are very much against Hollywood, and if they have the chance to go there, they are there. Immediately. I want to be alive. Alive. And not to have to slow down, I mean. No, I mean, I can slow down, I can be quiet if you want to. In life, you force me now to speak about all this. And I'm very happy that I have the opportunity to tell all this, and please make me intelligent, quiet, and well, Irvin Kershner in an interview said, he called you an intellectual. He said that is rare amongst actors. So would you call yourself an intellectual? Oh, no, I wouldn't. No, I wouldn't. Ich weiß es nicht. Das ist falsch. Nee? Ja, nein, die Idee ist gut. Ich würde es so spielen, aber das will, wie gesagt, nichts. Hi. Hallo. Hallo? Das ist wunderbar. Sag mal deine. Genau dasselbe. Wahrscheinlich. Willst du lieber die haben? Guck mal. Mir ist es wurscht. Ist das lieber? Sag es. Nein, ich bin gern drin da drüben. Aber ich glaube, du besuchst du darüber. Wenn du glaubst, dass du alleine sein kannst, hast du nicht geschnitten. Sind wir zusammen? Wir nehmen beide, ne? Ja, wir nehmen beide, aber ich sitze bei dir. Hau ab! Nein! Talala! Nein, sind eingeflogen worden. Mit dem Modell zusammen. Und dann so weg, ja? Ja, genau. Und dann legst du es mit und dann wird das hier. Sag mal, du legst das. Kann man das noch machen, Hans? Ja, weil ich komme mit dem Schlüsselbund diesmal. Was? You didn't just put it on. That's good. Unfortunately, not the time in my head. A colleague of mine had a mission. Hey, hör mal zu. Hörst mal zu, bitte. Das ist ein Mensch. Hörst mal zu, bitte. Seid mal still. Ist doch gut. Gut, ja. Das machen wir dort einen Schalter. Ja. Ja. Dann mache ich einen großen Po. Vor dem Tisch entlang, ganz unordentlich. Dann habe ich hier. Vielleicht fangen wir andersrum an, was meint ihr? Es wird nicht so hell sein. Was meint ihr jetzt mal im Ernst? Ist so rum besser? Anders. Andersrum ist besser, ne? Ja, machen wir es so rum. Anders, ja. Jetzt das. Gar nicht in der Reihe. Obere, ja? Das. Dann machen wir das. Mitte. Okay, so machen wir es. Was ist das? Ja. Mach's nur mal und lass nicht mal aus Versehen drunter stehen. Naja, aus Versehen. Ist künstlich, ne? Brauchen wir nicht. Because that no one can understand that such a sympathetic man can be responsible for so many bots. Verstehe? Ah, ich bin da. Das ist gut, dass wir die Tiefe hängen. Wir werden vorher eine Maskierung machen. Klaus? Ja. Is it dangerous? Ja. Der Raum ist gefährlich. Ja, sehr. Yeah.
Dadurch, dass wir auch nichts haben, dass wir auch nichts unten wollen, ja, oder eine Bühne. I knew it. Du verstehst. Yeah, really set up, right? Ja. Yeah. Du verstehst alles, was ich sage. Nur der Witz ist der in dem Moment, wo wir Aktionen haben. Ja. No, we have to do something, really. We have to put it more like that. Absolut. We need some energy. Leider. Es schaut sehr schön aus. Ich finde das herrlich. Ich finde das wunderbar. Hans? Ja? Ich würde dir gern was zeigen, das kann ich dir aber nur verstehen. Komm raus! Komm raus! Ah! Steh, nicht? Ja. Disappointed. The criminal returns to the scene of the crime. But the scene of the crime would have to be the house next door. There, there was his minister for armaments. Pariser Platz number 3. Here I served him exclusively as an architect. What do you want to hear from me? Don't you think I know why people are so keen to meet me? The older ones intend to interrogate me about my conduct at the end of the war. After all, I betrayed our Führer. And the younger ones, the ones your age, are dying to interrogate me about my beginnings. How could I join these gangsters? Didn't I hate my Kampf? And so, 35 years after the Nuremberg trial, I'm still faced on a daily basis with my own mini-trial. Mini-trial. Conniger called you one of his brightest, but he didn't mention what it is that you do. Crimean? I'm afraid I don't know the first thing about champagne. I was already 36 when I had my first glass of champagne in Paris. After France's capitulation, on your historic flying visit. Yes, I can remember the picture absolutely precisely. It's the three of you in front of the Eiffel Tower. Adolf Hitler, you, I think, on his right, and on the other side, Arno Breker, the sculptor. Am I right? Even he had a glass of champagne that day, or at least a little sip. To the most beautiful city of the world, to the second most beautiful one, mein Führer, corrected him Breker. My dear Breker, a most beautiful city we have to build first. And then he turned to me, to Albert Speer, the greatest architect of the last 4,000 years. I stood to attention and said, to the capital of the world, Germania, and its immortal founder. Heil Hitler! Heil Speer. He replied and lifted the right arm with a glass of champagne, which immediately spilled on the sleeve of his uniform. Dieser dummes kleines Ding. Aha, it's not that bad, Klaus. Oh my. Huh? Wait a second. We finish then. Ihr Platz. Ist nicht schlecht. Bisschen dicke, aber. No. Ich bin Kommunist, das, no, das geht, no, nicht, glaube, no, ich. No, no, no. I mean, you know, that's. Ist nicht weltstätisch. Hey! Schau dir das an. Mein Gott, ja.
Das ist das Schlimme bei uns. Also, dass es so viele Fotos von uns gibt. Ja, dass man sieht, wie wie man altert, wie man verfällt. Das war nicht mehr. Das wird doch auch ganz gut. Wie sich da kein. Ich glaube, da ja jeder weiß, dass wir deutschsprachige Schauspieler sind und mit einem eigentlich ursprünglich deutschen Stück hier sind, man wird das überhaupt jetzt, wo Europa so zusammenwächst, uns verzeihen, hoffentlich. Aber gut müssen wir sein. Wenn Sie sehen, wir haben dieses Theater ja extra ausgesucht. Es hätte ja andere Möglichkeiten gegeben, auch innerhalb dieses Theaterverbunds vom Almeda Theater. Aber ich glaube, wenn Sie da hinten die Wände sehen, das ist sozusagen ein Roundhouse und natürlich haben wir den Platz, nicht den Originalplatz. Aber wenn das notwendig wäre, dann können Sie den Cyrano eigentlich nur im Bergerac spielen und den Hamlet nur im Schloss in Helsingör oder Helsingfors vielmehr, der auch nicht original ist. Nein. Wir haben uns vorbereitet in Wien und in Hamburg, also einfach vom Beschäftigen mit dem Text her. Und das ging eigentlich wunderbar. Und das geht auch. Und man ist unheimlich stolz. Weil man geht von der Bartensteinkasse hinauf in die Wohnung und dann macht man das zu zweit und dann ist das herrlich und wir sprechen Englisch und wir können uns feiern. So, irgendwann kommt natürlich der Tag, wo Sie nach London kommen. Und da bestellen Sie Ihr Essen auf Englisch und Sie erkundigen sich, wo es zum Museum geht und so weiter. Und alles in Englisch. Und auf einmal, und alle rundherum sprechen auch Englisch und irgendwie ganz anders als Sie. Da kommen Sie sich natürlich vor wie in der dritten, vierten Mittelschule. Und manchmal bleibt die Lippe hängen, nicht? Und es ist ein großer Unterschied, ob Sie halt Ihre eigenen Texte sagen, als wenn Sie plötzlich solche wichtigen Dinge zu sprechen haben. Es gibt, there is no way out, da kann man nicht mehr raus. Ja? Der Zug fährt ab, 19:30 Uhr, Leute sind da, alle am Deck und es geht los. Es ist mir schon passiert, uns beiden, dass wir wirklich irgendwie nicht mehr weiterkommen. Und unter diesem Damoklesschwert natürlich ist die ganze Unternehmung natürlich auch zu betrachten. Aber wir hoffen auf den Theatergott, auf das Publikum, auf die Freunde, auf die händchenhaltende Esther und alle Freunde, die Andrea und die alle bei uns sind. Und vielleicht auch noch ein paar aus der Heimat, die sagen, das machen wir. Ein bisschen fühle ich mich schon, wenn ich das ganz bescheiden sagen darf, und ich werde es mir nicht falsch ausgelegt, wir sind ein bisschen Helden, das schon. Which immediately spilled on the sleeve of his uniform. He laughed. He was just laughing. And da bist du dort, I never saw him as happy as on that day. Das heißt, mit he was just laughing, da kannst du schon weggehen. Ne? I never saw him as happy as on that day. Da noch ein bisschen. Da kannst weg sein.
höre ich eh wahrscheinlich den Knacks. Das ist das Blick am Telefon. Ja. Dann kannst du dich umdrehen, weil sonst. Schön. Eins, weg, zwei, so. Licht. Wunderbar. I never saw it as happy as that day. Was ist mit der Anleitung, Klaus? Nein, schrecklich. Wollen wir nicht behandeln, dass einigermaßen funktioniert? Nein. Glaube ich nicht. Vielleicht könnte man das Shuffle auch dunkler machen, damit es nicht so ein Ensemble ist. Es schaut jetzt wirklich aus wie Bühnenbretter und eine bühnengearbeitete Geschichte, wie in Ingolstadt vorbereitet. Ne? Tausendmal dort an die Wand hin. Nein, so. Nein, nein, da. Schau, so. So. Und das dunkler machen, ne? Okay. I guess okay. Mein Gott, mal ein bisschen Spiel wird man ja dürfen, ne? Ja. Ja, ja, gut, das ist bei mir. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen einen Rat. Ja, wir spielen Sie nicht. Oder Sie wollen immer gut sein. Was gut ist, lassen Sie es weg. Both with two L's. Both with two L's. Jawohl. Thank you.
Der Anfang war drin, hast dich gut gefühlt? Okay. Ja, absolut. Immer. Da kommt der Trost. Naja, der Trost, das ist kein Problem. Ja. Und lass ruhig mich mir nicht da reinfallen. Und dann aber, das ist du. Sven, was ist denn, wenn du mit deinem Witz, und das unterbrichst und gehst? Was unterbrichst? Wenn du hier, I'm indeed getting slowly into a festive mood. Vom festive mood, du hast ja schon den Mantel, sag warten, warten Sie eine Sekunde doch. Ja. Wow, hast du denn? Eine andere Surprise? Wuff, dann ist es untergegangen. Wouldn't you like to take off your coat? I hope you're not too cold. I mean, getting slowly into a festive mood. Der Witz ist doch der. Ich meine, du reißt dich in den Arm. Mach ich immer. Der Witz ist doch der, dass du langsam den, du musst doch den in eine ruhige, wunderbare Situation bringen, eingepackt. Ich meine, sonst, du reißt beim Mantel weg, sagst du, hit, was, du wirst aus dem 30 Millionen Tode, hier kommt, auf Wiedersehen, Willi, und sagen Sie mal, remember Sie? Das kann doch nicht sein. Das kann doch überhaupt nicht sein. Doch, vor allen Dingen lass mich doch nach vorne gehen, das ist doch wunderbar. Ich gehe auf diese Richtung, wo du mich brauchst. Und da habe ich gesagt, sie ist eigentlich kalt, überhaupt nicht. Da können sie den Mantel ausziehen. Ja, warum eigentlich nicht? Ich gehe ja nun wirklich, really deeply indeed in a festive mood. Zack. Another surprise. Another surprise? Yes. Dann ist es doch untergebracht. Sieht man. So kommt ihr dann her. So bring ich ihn rein. I'm absolutely delighted to have you here. Ich habe die Girlfriend in London. Genau. So machen wir das. So machen wir das. Bis hier, ne? Ja, nicht zu weit. Bis hier? Ja, mit der Kartentisch, ne? Noch ein bisschen hinter der Tischkante. So. Ja. Machen wir einmal hier verbeugen, einmal vorne verbeugen, wieder zurück, ne? Kannst du mehr geben bei dem? Eine Verbeugung, zweite Verbeugung, zurück, dritte Verbeugung und weg. Abgang! Ich verstehe nicht. Fürs Publikum ja, ich würde nur das ist der Applaus, ja? Wenn spätestens beim dritten Mal, du kannst die Kumpel ja immer stehen lassen. Ja, aber dann nach dem dritten Mal mach weg. Sorry. Just a second. Wait. Yeah, yeah. Okay.
Majesty. It's a real pleasure to welcome you to the Almeida. Mum? Unbedingt. No problem. Yes, yes. Yeah? It's good? Queen. It was delightful to meet you. I even got a very nice souvenir. Ich habe nämlich, weißt du, sie hat hier also eine Tasse Kaffee getrunken und Schokoladenkekse gegessen. Ich habe mir das Löffelchen genommen von ihr. This is a one-off in the Almeida Theater because yeah. It's only thanks to Her Majesty the Queen that we get biscuits in the she first place. Let alone all she ate actually one chocolate biscuit with a wie heißt das Handschuh. With a wie heißt das Handschuh? Wie heißt das Ding? Ja, ich habe solche auch im Schrank. I think we call it love. Wollt ihr Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Ich bin jetzt schon nervös. Natürlich. Es ist, wenn Sie Deutsch sprechen, ist es ja ganz was anderes. Das ist ja klar. Und es kommt auf die ersten 10, 15 Minuten an. Wenn man da nicht zu viel patzt im Englischen, ja, dann kommt da eine Art von Sicherheit und dann geht's. Aber wenn man das schon. Dann denkt man, da ist eine große Strecke vor einem. Und dann merken Sie, ob sie gut sind. Wissen Sie das vom Publikum her? Das weiß man eigentlich nicht wirklich. Es gibt eine gewisse Sicherheit, die ist aber auch von der Tagesform abhängig. Es hängt davon ab, wie Sie sich fühlen. Ja? Und manchmal fühlt man sich gar nicht gut und nach einiger Zeit auf der Bühne kommt ein gewisses Wohlbefinden, das einem aber das Publikum gibt. Denn Theater funktioniert nur in Wirklichkeit. Mit Publikum. Dafür machen wir es. Ja? Und das Publikum kann einem tragen, mittragen, dagegen sein. Also das ist eine Wechselwirkung. Ein Theaterabend wird nicht nur natürlich, wie wir wissen, von den Leuten gemacht, die etwas zeigen, sondern auch von denen, die zuschauen. Die spielen ja jeder auf seine Art mit. Und wenn sich die Mehrheit der Leute entschließt, zumindest bei der Sache interessiert zu sein, und das spürt man. Das kann einen beflügeln. Außerdem kann einem natürlich auch eine Übersicherheit sehr viel verderben. Also es kann ja nicht sein, dass jemand auf die Bühne kommt und sagt, was kostet die Welt. Ne? Dann trägt er etwas mit, was der Figur meistens sehr abträglich ist. Sondern man versucht ja ein Schicksal zu entwickeln. In Wien haben Sie einen Abonnenten Nummer 5. Das Abonnement-Zyklus Nummer 5, das war früher, ja. Das war interessant, weil wir haben uns vor diesem Publikum immer gefürchtet. Und zwar, weil keine wie immer geartete Reaktion während des Spiels war. Man hörte keinen Huster weit und breit, kein Schneuzen, kein Seufzen, auch keinen Applaus. Und es war eigentlich eine Grabesstille. Was interessant war bei diesem Zyklus B, Nummer 5, war, dass am Ende es immer einen unendlichen, nicht enden wollenden Applaus gab. Und das ist doch merkwürdig, weil die Leute verabreden sich ja nicht und sagen, wir nehmen jetzt den Zyklus B Nummer 5. Ja, sondern das hat sich einfach so entwickelt und das ist eine Melange, die sich spontan entwickelt. Spürt man doch anhand der Art der Ruhe, anhand der Art der Stille, ja, ob es eine Zuwendung, ein Interesse ist oder ob es eine Gleichgültigkeit ausdrückt. Das spürt man schon. Aber bei dem, dass man es möglichst ganz weit raufzieht und wie eine Kaskade. Und nachdem du das 5, 6 Mal gemacht hast, auch. Rauslassen. Ja? Und
da kannst du das. Wie tibetanische Menschen. Jeder, der das sieht, muss denken, sie sind nicht ganz gebacken. Ne? Es gibt so viele technische Sachen, die wir zu machen haben, die eigentlich nichts anderes ist als Geld. Ne? So wie der Gulda sagt, wenn er nicht jeden Tag 8 Stunden übt, kann er nicht mehr spielen. Du musst die Vokale formen. Mich gefällt das, wenn ein Mann von irgendetwas besessen ist. Ja, ich habe eine Karte. Am besten von mir. I got them for my birthday, the nail varnish for my birthday. The thing with them is they've got a flavour. Really? And they, how? And they smell. How is it? I think it's blueberry. Which isn't very nice, actually. They're okay on the toes. Wallet and money. You've placed everything there already, yes. This is the wallet. This is a private one, so make sure you don't mix them up. This is the glasses he's got on. This is the case. This is for a pen pocket. This is for the pen pockets. And the pen. The coin. The pen is here. Right. What else? Wristwatch. Wristwatch. And I see here. The handkerchief is here. And the handkerchief. Okay. So now I know I will look 17, but probably then I will be bald totally. Klaus, if you want to sit in the audience, because I'm doing the first light cue for Christian. And so? And so I would be in the side, so I would slip after I did it after the dog park, and I would slip on the audience room. Sure. Right, would you like me more? I mean, you know, we have to see it on stage. Yeah, I mean, we can just keep going. I'll have a look. I'll go out and have a look. I'll go with you. Come. Can you make a little light for us, just to make a taste? Yes, it's good. It's good?
Paper? Yeah. T-square? Yeah. Ruler? There's less displacement. Well, I knew that, you know, they're very good here. They can do always. Dogs, go. It's so brave what you do. I mean, brave sounds like. No, it's amazing. I think it's one of Klaus, the most. We are heroes. This is what we're about. The other day said that this young man said they are British actor. They put an awful German accent on. They pretend they're Huns. You think that it's much, yeah, it's deceptive, but it's not. I tell you where it's because of the balcony. It's underneath the balcony, at the back of the stalls, at the back there. That's the danger, and it doesn't quite get underneath. Yes, it. Upstairs is wonderful. Upstairs. Did you have the feeling at what point it was getting better, or were you afraid all the time? No, I wasn't afraid all the time, but I was, to be honest, I was afraid just at the beginning. It's sort of amazing. It's wonderful. It's wonderful. It's everything we sort of, you know, it's great to have great German actors here in England doing a play. It's wonderful. Great honor. So, you have a beer now. Thank you. Thank you. Just tell me a first question. Yes. Thank you. Yeah.